Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße dich zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Und wir machen hier wieder daran, unser Springfield zu erweitern und sind hier natürlich noch bei unseren Tintenfischhafen. Ja, heute machen wir wieder ein neues Gebäude, aber bevor wir überhaupt dazu kommen, gucken wir erstmal nochmal bei unserer Malaria-Zone vorbei. Das war das letzte Gebäude, was wir hier am Hafen fertiggestellt hatten und das habe ich noch nicht von innen drin gezeigt. Das heißt, einmal hier kurz reingehen und reinschnuppern. Ja, von innen drin hat man eigentlich gar keine Erfahrung, wie das eigentlich aussehen könnte. Ich habe mir jetzt so ein paar Gedanken halt gemacht, wie ich mir das Ganze einrichten konnte. Besonders auch, wenn wir nochmal von außen nochmal gucken, sehen wir ja, es ist ja so ein Auto, sag ich mal, drin. Da hatte ich so eine geile Idee gehabt, dass im Laden vielleicht das Auto ja noch so weitergeht. Irgendwie ist hier was verbuggt, das sehe ich ja jetzt erst gerade, weil auf der... Nee, oder früher, da hatte ich dann, sag ich mal, wenn ich mir das hier nochmal hole, sag ich mal, Räder gemacht. Und die Räder... Die waren eigentlich innen drin auch. Obwohl, das ist, glaube ich, hier weggegangen irgendwie durch den Teppich. Naja, gut. So, jedenfalls hier so ein Auto drin. Ja, Regale, was kann man hier noch sehen in so einem Laden? Ja, ist halt wie so ein normaler Laden. Positiv ist ja hier, man kann der Rüstungsständer sich ja so ein bisschen verstellen, ne? Dann kann man sich hier schöne, ja, Schaufensterpuppen sich hier reinstellen. Mit den ganzen Kleidungen, die für einen, ja, Safari-Ausflug oder sonstige Sachen halt übelst praktisch sein könnten. Besonders cool finde ich auch, dass du ja halt Kessel mit Farbe machen kannst. Dann kann man sich ja auch irgendwie so austoben. Vielleicht ist das ja so Dschungelfarbe, um sich halt besser zu verstecken. Naja, kann man sich ja einige Sachen ausdenken. Ansonsten Kassenbereich oder sind wir hiermit eigentlich auch fertig. So, Inventar wieder leeren, zack, weg damit. Und das ist halt so, sage ich mal, die Malaria-Zone. Jetzt ist sie komplett fertig und dann können wir heute wieder was Neues beginnen. Und zwar habe ich mir heute gedacht, machen wir My First Tattoo. Das heißt, unser eigener Tätowierladen kommt jetzt in die Stadt. Oder was heißt in der Stadt? Eigentlich am Hafen. Da gehört er auch hin. Und dann würde ich sagen, ja, hier legen wir einfach mal los. Obwohl, ich blende jetzt erstmal ein. Also, wir bauen das heute aus der Spiele-App-Variante. Zur Serie nimmt sich das nicht so viel. Das ist eigentlich gleich. Ich kann euch jetzt auch keine richtige Folge empfehlen, wo ihr das Ganze, sag ich mal, euch angucken könnt, weil die Simpsons sind dann nur kurz vorbeigegangen. Und ich blende einfach nochmal die Folge ein. Kannst du ja angucken. Aber jedenfalls sind sie ja nur kurz vorbeigegangen und da sah man nicht so richtig was. So, aber ich würde sagen, wir legen hier gleich mal los, holen unser Block und hier raus, denn heute brauchen wir für unseren Laden ganz einfach mal Markenten. Beton holen wir uns raus, denn rosa trockenen Beton, also der ist ja so wie Sand, ne? Der ist gleich kaputt gegangen hier. Also so, diesen rosa trockenen, dann brauchen wir noch purpur Block, purpur Stufe. Kannst ja auch purpur Treppe schon rausholen, die kommt später auch nochmal ran. So, wir beginnen erstmal mit den Magenta-Beton, würde ich sagen. So, ich würde sagen, falls du gleich an ein anderes Gebäude das ranbauen willst, lass so einen Abstand von 2-3 Blöcke. Ich mache jetzt hier einfach mal 3 Blöcke Abstand. Und dann würde ich mal sagen, setze ich jetzt erstmal 1, 2, 3. Dann lasse ich 3 Blöcke frei, setze einen. Denn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Blöcke Platz lassen, denn beim 8. setzen wir nochmal ein. Also 7 Blöcke hier zwischen Platz. So, danach gehen wir einmal nach hinten weg. Da setzen wir dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blöcke ran. Insgesamt haben wir ja 9. Danach können wir das einmal rüberziehen zur anderen Seite. Darauf achten, dass wir dann mit den anderen genau übereinander abstimmen. Und dann können wir das Ganze hier einmal zuziehen. Super. Danach nehmen wir einfach unseren Purpur-Block. Den setzen wir einmal jetzt immer an den Seiten hin, wo wir jetzt freigelassen haben. Zack, da einmal an der Seite und da an der Seite. So, jetzt hatten wir, sage ich mal, hier die Lücke gehabt mit 7. Die können wir einmal komplett zuziehen mit diesem Purpur-Block. Den Purpur-Block setzen wir jetzt noch auf eine Höhe von 3 insgesamt hoch. Also insgesamt ist es ja 4. Also 3 Blöcke noch auf. 2, 3. Hier auch nochmal 1, 2, 3. Und hier das gleiche Spiel. Super. So, jetzt machen wir noch eine Massenarbeit. Das heißt einfach mal hier unseren Magenta-Block. Den setzen wir noch höher um 1, 2, 3, 4, 5. Also insgesamt 6 Blöcke hoch. Und das müssen wir einmal ringsum ziehen. So, super, dann sind wir jetzt einmal damit auch fertig, das Ganze hochzuziehen. Du hast ja gesehen, ich habe das hier oben gleich mal auch zugemacht, ne? Nach der Höhe halt von unserem Purpur-Block können wir das alles mit Magenta zuziehen. Wenn wir das Ganze geschafft haben, nehmen wir jetzt unseren rosanen trockenen Beton und setzen jetzt jeweils nochmal hier oben eine Zweierschicht davon rauf. Und das Ganze müssen wir auch einmal komplett überall langziehen.
So, sehr schön. Also wenn wir das auch geschafft haben, uns hier nicht so verhangen, dann haben wir jetzt darauf noch eine zweimal große rosa trockene Betonschicht gesetzt. Danach nehmen wir nochmal unser Magenta-Betonblock zur Hand und ziehen unten rum jetzt noch eine weitere Schicht. Das heißt einfach mal, wir fangen jetzt neben diesen zweier oder dreier breiten Eingang, ne, das wird ja später unsere Tür werden, setzen wir jetzt hier drei Blöcke hin, den hier an der Seite auch einmal nochmal hier komplett lang ziehen und hinten setzen wir es auch noch einmal lang. Super, und an der Seite können wir hier alles auch einmal nochmal gerade lang ziehen. Super. So, aufgepasst, jetzt hier bei unserem großen Fenster können wir komplett einmal unten lang ziehen. Und beim Eingang lassen wir erstmal diesen Pupo-Block wieder frei. Super. So, wenn wir soweit sind, nehmen wir jetzt wieder unsere Pupo-Stufe zur Hand und setzen die oben an den letzten Betonblock ran. So, und das ziehen wir auch einmal komplett ringsrum. Super. So, danach behalten wir noch die Stufe und setzen die jetzt oben ja auch noch einmal lang, aber nicht jetzt auf unseren trockenen Beton, sondern einmal so da draußen. Und das müssen wir synchron jetzt wie unten noch einmal rumziehen. Sehr schön. So, wenn wir das Ganze geschafft haben, können wir das Ganze erstmal wegtun und gehen wieder an unsere Kiste ran und holen uns die nächste Reihe raus, die wir natürlich zum Bauen brauchen. So, denn jetzt geht's weiter ganz einfach mit der Pupo-Treppe. Die habe ich ja schon vorhin gesagt, könnt ihr euch schon raussuchen. Danach noch die Birkentür holen wir uns raus, denn das Glas verwende ich heute mal türkises Glas, aber wie immer, da verwendet dein Lieblingsglas. Dann holen wir uns noch Holzfalltüren raus, dann noch ein bisschen, ja, glatter Sandstein. Da gibt es ja noch davon diese gemeißelte Version. Davon einmal einen raussuchen, denn hellgraue Wolle brauchen wir und davon nochmal den Teppich. Super. So, wenn wir dann alles haben, geht's los. Ich würde mal sagen, wir fangen ganz einfach an mit der Pupo-Treppe. Die platzieren wir einmal bei unserem Eingang so, ja, umgedreht. Dann können wir die Tür nach innen einmal setzen und dann platzieren wir darüber nochmal eine Glasscheibe. Mich stört zwar, dass hier so dieser kleine Spalt ist, dass man das nicht so miteinander abschließen kann, aber da müssen wir einfach mal rübersehen. So, wir nehmen nochmal kurz die Pupo-Treppe, fliegen auf die rechte Seite, wenn wir von vorne gucken. Und wir fangen einfach mal hinten ab zu zählen. Einfach jetzt hier 1, 2, 3. Und beim dritten schlagen wir einfach mal die Stufe weg und tauschen das Ganze schon mal aus durch eine Treppe. Das im Nachhinein wirst du sehen, wofür das Ganze da ist. So, jetzt nehmen wir nochmal die Glasscheiben und füllen einmal vorne hier die Fläche aus. Sehr schön. Wenn wir unser Fenster dann ausgeführt haben, können wir an den Seiten dennoch mal unsere Falltüren platzieren. Ich mache mir mal hier ganz schnell und geschmeidig. Super. So, wenn wir das Ganze dann auch haben, nehmen wir jetzt den glatten Sandstein und schlagen jetzt neben unsere Tür einfach mal hier die Seite 3 mal diesen Beton weg, setzen unten zweimal diesen roten Sandstein hin und oben dann unsere gemeißelte Version. Super. So, danach geht es einmal aufs Dach. Wir nehmen einmal unsere Wolle zur Hand. Die platzieren wir jetzt natürlich hier einmal, wo das Ganze frei ist, einmal rein. Und wenn wir das Ganze geschafft haben, das Dach einmal damit auszufüllen, nehmen wir nochmal den Teppich zur Hand. Und jetzt siehst du, wofür das Ganze da ist. Den platzieren wir einmal jetzt auf unseren trockenen Beton, damit der natürlich vom Dach verschwindet. Jetzt hast du natürlich zwei Varianten. Entweder machst du jetzt, sage ich mal, das ganze Dach noch mit Teppich einmal zu oder nur den Rand. Ich mache jetzt selber auch nur den Rand. Das hat halt die Folge, weil wir ja noch hier oben drauf was bauen, so ein bisschen dekomäßig. Und das sieht dann doof aus, wenn da überall Teppich wäre oder so ein paar freie. Naja, musst du selber gucken. Also ich mache nur den Rand. Ansonsten empfehle ich dir auch sehr gerne, das komplette Dach mit Teppich auszufüllen. So, nächstes Thema wäre wieder ein paar Fenster noch reinzubauen, denn wir müssen noch an den Seiten Fenster machen. Das heißt einfach mal, jetzt weiß ich gar nicht mehr so richtig aus dem Kopf, wie das war. Ich muss hier selber erstmal nochmal kurz gucken. Nee, warte mal, ich habe das Ganze ja auch irgendwo vorgebaut. Ich mache noch mal kurz einen Cut, ich will euch jetzt hier nichts Falsches sagen. Da lässt langsam mein Gedächtnis nach. Okay, einmal kurz gespickt und schon weiß ich wieder, wie das war. Also es war eigentlich doch richtig. Also wir fliegen jetzt hier auf die linke Seite eben von unserem Gebäude, wenn wir runter gucken. Gleich nach der ersten Betonblock schlagen wir zwei Blöcke weg, machen hier so ein vier großes Fenster rein. Und auf der anderen Seite genauso das gleiche Spiel. Einfach hier so ein Fenster rein, das Ganze können wir gleich einmal aushöhlen mit unseren Glasscheiben. Sollten immer noch die gleichen sein, wie wir die schon vorhin verwendet haben. Super. So, dann haben wir an den Seiten schon mal Fenster. Und auf der anderen Seite muss natürlich auch noch ein Fenster hin. Hier wird das alles ein bisschen anders platziert. Wir gucken jetzt hier vorne, lassen dann einfach 1, 2, 3 Blöcke Platz. Und danach schlagen wir die nächsten zwei einmal weg und setzen hier unser Fenster rein. Super. So, wenn wir dann soweit sind, können wir eigentlich diese ganzen Blöcke wegtun. Zack. Und dann gehen wir wieder. Nee, gut, die Kiste ist ja leer. Also dürfen wir die zweite Kiste aufmachen. Und hier siehst du schon wieder was mit Banners und alles. Puh, mit Banners ist ja immer so eine Sache. Ich müsste auch mal hier auf der neuen Version ein neues Tutorial machen, weil das Ganze doch ein bisschen
ja, sag ich mal, komplizierter ist als auf der alten Version. Aber ansonsten verlinke ich dir einfach nochmal mein altes Tutorial von den Banners. Derzeit ist es jetzt das einzige. Von daher verlinke ich dir das einfach mal unten in der Videobeschreibung, falls du nicht weißt, wie man Buchstaben mit Banners macht. So, aber wir brauchen ganz einfach mal gesagt Banners. Ja gut, da muss man dann gucken. Aber zum Blockmaterial holen wir uns einfach mal roten Beton. Denn eine Quarztreppe brauchen wir noch. Viva Skelettschädel, da empfehle ich dir wirklich diese. Dann holen wir uns noch Bruchsteinmauer raus und dann halt, wie gesagt, ein paar Banners. So, denn oben machen wir jetzt die Schrift drauf. Damit fangen wir auch an. Wir schreiben hier vorne einfach mal auf der linken Seite einfach mal My, ne, My Tattoo. Dann kommt hier, sag ich mal, so ein Herz hin. Das machen wir gleich. Aber wir müssen erstmal finden, wo das Ganze her ist. Und dann müssen wir hier Tattoo hinschreiben. So. Tattoo. Oh, ich krieg gerade einen Anruf, Freunde. So, weiter geht es. Einen kurzen Anruf hatte ich. Jetzt können wir wieder weitermachen. So, und mir ist aufgefallen. Das Tattoo haben wir falsch geschrieben. Nochmal kurz wegmachen. Also, richtig geschrieben ist es einfach mal mit zwei O's am Ende. Dann zwei T's hier, bla bla bla, dann nehmen wir ein A und ein T. So, so müssen wir Tattoo schreiben. So, danach kommt dann hier ein Herz hin. Wo das Herz ist, dann müssen wir hier nochmal selber erstmal kurz luschern. So in etwa. Also, wir machen dann auch erstmal so symbolisch immer so ein kleines Herz hin. Achten darauf, dass wir einfach zu den Seiten, zu jedes Wort nochmal zwei Blöcke Abstand haben. Dann können wir hier uns ein richtiges Herz einfach mal hinhauen. Wenn wir das geschafft haben, machen wir einmal hier unten in der Ecke so einen kleinen Pfeil rein. Also einfach eine umgedrehte Quarzreppe hier in die Ecke hin. Hier oben schlagen wir dann die Stufe einmal weg und müssen dann hier so unseren Pfeil reinhauen. Ich würde mal das Ganze so machen, weil das ist, sage ich mal, so ein Herz, wo so ein Pfeil durchgeschossen ist. Und das würde ich einfach mal so ein bisschen symbolisch darstellen. Okay, wenn wir das Ganze geschafft haben, nehmen wir jetzt unsere Viva-Skelett-Schädel, denn vorne dran sind noch Lampen. Die platzieren wir einmal hier, lassen an den Seiten jeweils so zwei Stufen einfach mal Platz und da ziehen jeweils auf beiden Seiten solche Schädel hin. So in etwa. Genau, das sind einfach solche Lampen, sollen sie ein bisschen darstellen. Danach haben wir noch die Bruchsteinmauer, die platzieren wir jetzt einfach mal gesagt hier hinten hin, wo wir die umgedrehte Treppe hatten. Da machen wir einfach mal so ein Rohr hin, das ist so ein, ja, wie sagt man, na, halt einfach so ein Regenrohr. Das machen wir aber auch hier oben noch mal ein bisschen nach oben hin. Super. So, wenn wir das Ganze geschafft haben, bleiben wir noch kurz bei der Mauer. Die platzieren wir oben aufs Dach noch einmal. Da suchen wir dann auch gleich die Mitte. Ist eigentlich gleich zu finden, wenn du jetzt den Teppich noch nicht überall hingesetzt hast. Achten wir drauf, drei Blöcke auf der Seite, drei auf der. Und dann machen wir hier einfach mal zweimal so Steinmauerrohre hin. Ob du die einer Höhe machst oder zweier Höhe ist, ganz dir überlassen. So, super. Danach können wir eigentlich das ganze Blockmaterial wieder wegtun und gehen wieder an unsere Kiste ran und haben natürlich hier noch diese Reihe offen. Die holen wir uns dann einmal raus und da haben wir einfach mal hellgrauen Beton, den Eisengitter, Eisenfalltür und ein Schild. So, super. So, wenn wir das Ganze haben, geht's los einfach mit dem grauen Beton. Wir fliegen oben einmal aufs Dach, suchen jeweils die Mitte, das haben wir ja schon durch die Mauern rausgefunden und setzen hier einfach mal drei Blöcke hin. Ich würde mal sagen, wir lassen einfach mal ich entscheide mich jetzt so, dass ich jetzt auf der Seite zwei Blöcke bis zu den Stufen mal Platz lasse. Dann machen wir auf beiden Seiten jetzt von dem Block jeweils noch Eisengitter hin. Und das meinte ich jetzt auch mit den Teppichen. Das sieht ein bisschen doof aus, wenn das so alles ein bisschen übersteht. Von daher kann man das so lassen. Machen wir oben drauf auf der Blockschicht nochmal Eisenfalltüren hin. Und dann sind wir hiermit eigentlich fertig. Und ich sehe gerade, ich finde die Rohre zweier Höhe doof. Von daher mache ich das Ganze nur auf einer Höhe. Super, dann sind wir damit schon durch und können jetzt einfach mal nochmal die Eisenfalltür nehmen und die platzieren wir einfach mal jetzt hier hin und zwar einfach mal oben am Blockrand einmal ran. Super. Danach nehmen wir noch die Schilder hin und hier, ja, platzieren wir die einfach mal, denn hier muss man was raufschreiben. Also mein erstes Herz, so My First Tattoo, ne? My First Tattoo muss man dann First draufschreiben. Ich blende dir die Schrift einmal ein. Im Nachhinein schreibe ich das alles rauf und im nächsten Teil vom Pier siehst du dann, wie das Ganze da draufgeschrieben ist. So. Guti. So, ansonsten war es das Ganze hier. Wir sind schon fertig. Wie gesagt, in der nächsten Folge richte ich das Ganze ein. Dann sehen wir mal. Und dann kannst du auch wieder mal gerne einen Vorschlag machen, welches Gebäude wir am Hafen noch dann nächstes hinzubauen möchten. Falls da bis jetzt noch nichts kommt, habe ich mir schon was überlegt, was wir wieder auf dem Land bauen für ein Gebäude. Da habe ich mir schon Cooles rausgesucht. Das möchte ich schon machen. Habe ich eigentlich schon so gut wie vorbereitet. Muss ich nur aufnehmen. Ja, und das kommt dann als nächstes hin. Aber weißt du was? Ich mache mir noch die Mühe und schreibe hier das einfach auf, damit du weißt, wie ich das Ganze hier drauf haben möchte. Ich wollte gerade draufschreiben hier noch First, aber irgendwie hängt das gerade bei mir. Ich kann irgendwie auf Banners, auf Schildern gerade keine Buchstaben machen. Immer wenn ich das mache, dann
passiert da nichts rauf. Ich habe jetzt hier dieses erste, ich wollte so First machen, ne? Dann kommt hier das R rauf und dann ST noch und dann wollte ich das irgendwie so machen. Naja, so, ansonsten kann man noch gerne, wenn wir noch bei Schildern sind, hier noch ein bisschen was hinmachen. Ich kann nicht genau erkennen, was da drauf steht, aber es ist auch nochmal so eine Tafel, wo irgendwie was drauf steht. Naja, kann man sich noch was ausdenken. So, aber ansonsten würde ich sagen, was ist das Ganze hier für diese Folge? Ich mache mich noch an, das Ganze einzurichten. Wir gucken mal, was wir in der nächsten Folge bauen. Wie gesagt, könnt ihr was gerne vorschlagen. Ansonsten kommt dann schon was in Planung und dann, ja, was ist das Ganze hier? So, dann würde ich sagen, stelle ich mich safety hin vor unserem Tattoo-Laden. Ich muss mal versuchen, das Ganze raufzuschreiben, aber ansonsten, ich hoffe, in der nächsten Folge ist das Ganze fertig. Und dann würde ich sagen, wenn ich safe stehe, dann war das Ganze hier von meiner Seite. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also haut rein und tschüss.